Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3, sorry. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier weiter in Raccoon City unterwegs, haben Carlos und Michael geholfen, haben ein paar neue Sachen hier erkundet, zum Beispiel in der Tankstelle. Da ist zum Beispiel noch was, guck mal. Und ja, dann haben wir noch bei der Bürgermeisterstatue haben wir dieses Medaillon eingesetzt. Und dann dadurch. Was haben wir dann nochmal gekriegt? Bin mir nicht mehr sicher. Doch, die Batterie haben wir gekriegt. Genau, die Batterie für den Aufzug da hinten. Aber ich möchte gerne erstmal. Wartet mal, bin ich hier richtig? Ich kenne das Gebiet immer noch nicht. Ja, genau. Ich möchte aber erstmal gucken, was wir mit dem Dings machen können. Mit dem Feuerwehrschlauch. Weil wir haben ja diesen Sechskant. Oder sollen wir direkt die Batterie einsetzen? Nee, kommt. Erstmal nochmal zurück zum Feuerwehrschlauch. Wir haben ja alles platt gemacht. Da sollte ja jetzt nichts mehr passieren. Ach du Scheiße, ja, sollte nichts mehr passieren. Da rennen die Spinnen rum. Alter. Oh Gott, geh bloß weg, du ekelhaftes Etwas. Okay. Okay. Ah, nein. Ach. Warum? Warum? Gut ausgewichen. Ach, verdammte Hacke. Hallo? Hallo? Die sind aber auch schnell, ne? Gut, die brauchen zwei Schuss. Verdammt. Okay. Alter, du bist eklig. Die sind richtig ekelhaft, diese Dinger. Ja, dann komm her. So, das Ding ist auch kaputt. Oh, meine Güte, ey. Ja, Jill ist jetzt wieder im gelben Bereich. Warum rennen die denn wieder hier rum? Ja, komm, dann setzen wir erstmal die Batterie ein. Wo wir schon in der Nähe sind. Ah, jetzt krüppeln wir wieder hier rum, ne? Das ist natürlich immer doof. Gut, dann setzen wir aber erstmal die Batterie hier ein. So. Müssen wir hier noch irgendwas machen? Nee. Okay. So, da gehen wir aber erstmal noch nicht weiter. Ich müsste erstmal nochmal gucken, was mit dem Feuerwehrschlauch ist. Weil es kann ja nicht sein, dass wir da einfach. Hm? Was ist das denn für einer da? Ach nee, der lag beim letzten Mal schon hier, ne? Der hat uns ja Muni gegeben. So nett wie er war. Ja, toll, ey. Da denkt man, man hat die Gegner platt gemacht, ne? Kommen die einfach wieder. Ja, okay. Och, Zombies. Ja, kommt. Dann. Da schießt aber auch irgendeiner. Da schießt einer dahin. Ah! Alter! Das wird mir jetzt aber ein bisschen zu viel hier. Noch ein dritter? Alter! Oh Gott! Lauf, wo es weg, Jill! Oh Gott, der wollte dich ankotzen! Boah, warum laufen denn jetzt hier wieder diese Zombies rum? Meine schöne Muni! Oh Gott. Okay, den nächsten. Da hat einer geschossen, da eben. Da geht meine schöne Muni jetzt wieder flöten. Wegen diesen blöden Pennern hier, ey. Schießen mir in den Rücken, Jill. So. Ja, da ist noch einer, ja klar. Das ist aber auch eine Masse hier, ey. Das ist aber auch eine Masse, doch. Oh Gott, oh, wir sind im orangen Bereich, merke ich gerade. Wir dutzen. Was wollen die denn jetzt alle hier? Ja, dann, keine Ahnung. Ach, der ist kaputt, oder was? Nee, ist er nicht. Der steht nochmal auf. Ich hoffe, dass der gleich kaputt geht hier. Scheiße. Nein, dann lass ihn halt. Ach, das nervt. Mann.
Weil wenn ich jetzt rausgegangen wäre, dann wären die 4 Pistolenschuss auch weg gewesen. Ja, ich weiß. Was wollen die denn jetzt alle wieder hier? Verdammt nochmal. Warum? Ich habe zum Glück, wir haben zum Glück noch Shotgun-Muni. Ansonsten, nein, die Schießpulver möchte ich mir aufsparen. Das gibt's doch nicht. Mal wieder null Schuss für die Pistole, ne? Aber gut, lieber Pistolenmuni verschossen, als hier die Shotgun zu verschießen. Und einen Granatenschuss, ja, das ärgert mich. So, was ist hier jetzt? Wie es scheint, fehlt die Energie. Aber da oben ist doch was Bewegliches da. Da oben ist was Bewegliches auf jeden Fall. So. Aber ich möchte erstmal wieder zurück, Freunde. Das Gebiet hier, das kennen wir natürlich alles. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind, ey. So, sind jetzt hier wieder die Hunde? Oder was ist hier los? Daran kann ich mich noch erinnern vom letzten Jahr. Nein, hier sind keine Hunde. Zum Glück, ey. Ich kann euch nicht mehr gebrauchen. Echt dich. Diese Gegnermassen hier, ey. Das ist echt schlimm. Das ist echt schlimm. So, und dann Verkaufsbüro. Ja, seht ihr das? Da müssen wir nämlich nochmal hin. Und hier irgendwo war... Ah, guck mal. Ach, guckt mal. Das können wir damit zusammenmischen, für alle Fälle. Dann nimm das mal mit. Blaues Kraut, ja. Nicht schlecht. So. War das nicht hier? Geradeaus jetzt. Doch da, genau. Ach, Gold, richtig, Freunde. Gold, richtig. Kann man das nicht mitnehmen? Dort ist ein Hydrant. Der Löschschlauch ist gut befestigt. Ja, aber wir haben doch hier... Genau. Ich wusste es doch. Ich wusste es doch. Löschschlauch. Sehr gut. Und wir haben das Ding immer noch. Ah, nee. Okay. Brauchen sie nicht mehr. Und weg damit. Dort ist ein Hydrant. Alles klar, dann haben wir jetzt diesen coolen Feuerwehrschlauch. Hehe. Ein Schlauch, der an einen Hydranten angeschlossen wird. Ja, cool. Okay. Dann gucken wir mal, was in diesem Verkaufsbüro da drin ist. Bin ich mal gespannt. Warum rennen hier Hunde rum? Hier ist nur ein Durchgang. Hier muss ich keine Hunde ab. Hier muss ich keine Hunde machen. Lauf einfach. Oh Gott. Was ist das? Nö, diese Gegner mache ich nicht. Das ist mir jetzt zu blöd. Oh Scheiße. Das ist mir zu blöd. Warum rennen jetzt hier Spinnen rum? Nee. Auf keinen Fall mache ich die. Und hier sind nochmal Zombies. Die mache ich auch nicht. Weil hier müssen wir danach nie wieder hin. Hier müssen wir nur einmal durch. Und danach noch einmal zurück. Und dann nie wieder. So. So, hier. Hydrant. Benutzt bitte hier den Feuerwehrschlauch. Genau. Sehr schön. Feuerwehrfrau. Feuerwehrfrau Jill Valentine. Sehr geil. Cool. Bäh. So eine Pampe hier, ey. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Klimaanlage. Und einfach nur eine Tür. Nochmal ein Gang. Ich hoffe nicht, dass jetzt hier wieder irgendwas rumläuft. Das geht mir nämlich auf die Nerven. Oh Gott. Boah, ist das eklig. Guck mal da oben. Was ist das da? So Dampf oder so. Och. Mach mir blaue Kräuter und ich höre schon wieder die Zombies hier. Wo denn? Wo sind sie denn? Ach,
Guck mal da links. Da drinne. Wie gut, dass wir da nicht hinkommen. Okay, das ist also ein Schreckeffekt, der dann früher oder später kommt. Okay, alles klar, Freunde. Ach, guck mal. Nochmal so eine Scheißspinne. Wir haben jetzt hier eine vernünftige Kurve. Die mache ich aber nicht. Geh weg. Geh weg, du dummes Ding. Oh, was ist das denn? Das ist eine Bombe oder so. Geh da rein. Geh da erstmal rein. Ich weiß ja nicht, was es ist. Aha, guck mal. Eine Cutscene. What did you do? I had no choice. He was about to turn into a zombie. It would have been a threat, so I eliminated it. But he was still conscious, wasn't he? He was as good as dead. And it took fewer bullets to kill him now than it would have if he had transformed. Jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, der Michael wäre der Typ vom letzten Mal gewesen, der da der Anführer war. Aber nee, das ist er. Okay. Not now, I'm busy. Ja, was machst du denn? Nikolai. Ach, okay. An den Söldner an seinem PC. Das ist ja höchst schockierend, was hier abgeht. Kann ich mir hier irgendeiner Muni geben? Ui. Ein Firmenfax. Anforderung. Das flüssige Medikament VTJ. VJ? Nee. 98 eignet sich dazu, den Virus NET zu züchten. Daher müssen wir noch mehr davon bestellen. UE 6. Labor. Irgendwelche Virenforschung. Na toll. Und sonst? Da ist ein Computer an. Da ist ein Computer an. Eine Vielzahl Unterlagen liegt hier verstreut. Was ist das für ein Rechner? Oh, Umbrella-Sicherheitssystem. Medikamentenlager erster Klasse. Sicherheitsabfrage. Gegenwärtiger Zustand geschlossen. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Wartet mal, diese Tastatur erinnert mich voll an Parasite Eve 2. Diese Tastatur ist die gleiche wie bei Parasite Eve 2. Geil. Ja, einen Code haben wir natürlich nicht. Aber was ist das denn? Mitteilung des Abteilungsleiters. Ehe Sie Ihre neue Stelle antreten, erlauben Sie mir bitte, Ihnen ein paar Ratschläge zu geben. Ein Teil der Medikamente im Lager sind instabil und können ihre Qualität sinkt rapide bei wechselnden Temperaturen oder bei Feuchtigkeit. Sie müssen also immer für eine gleichbleibende Temperatur im Lager sorgen. Sie sollten sie täglich persönlich überprüfen, auch wenn der Computer sie rund um die Uhr kontrolliert. Eine Maschine ist nicht perfekt. Vergessen Sie nicht, dass eine Maschine nichts weiter als ein Werkzeug ist, um das den Menschen hilfreich ist. Sie müssen sämtliche Mitarbeiter überprüfen, die das Lager betreten und es verlassen. Viele gefährliche Arzneimittel werden dort aufbewahrt und wenn eins davon fehlt, haben Sie ein ernstes Problem. Die Tür zum Lager ist immer verschlossen, doch wenn Sie Personen einlassen können, müssen Sie sich von ihnen die Dokumente geben lassen. Und denken Sie vor allem daran, Ihren Vorgesetzten über alles Verdächtige sofort zu informieren. Wenn Sie das Passwort vergessen, mit dem die Tür verschlossen wird, ach, in der Tankstelle. Versuchen Sie sich zu erinnern, dass es ein Wort ist, das jedem vertraut ist. Denken Sie daran, dass jedes Mal, wenn ein neues Produkt geliefert wird, sich das Passwort ändert. Sie können das Passwort am PC-Terminal der Verwaltung eingeben.
Sie haben jetzt genommen Mitteilung Abteilungsleiter. Was ist denn das Ding für Ding? Fernbedienung. Was ist denn das? Was ist das denn? Was ist das denn? Hä? Das verstehe ich nicht. In Store Now. Safsprin. The Common Cure. Aha. Was zur Verkaufsübersicht für das laufende Quartal? Hä? Was ist das hier, Freunde? Irgendeine coole Werbung? Chemikalienlager. Zugang zum Lager wird vom Computer überwacht. So. Ein dreistelliges Wort. The Common Cure. In Store Now. Safsprin. Safsprin vielleicht? Wartet mal. Probiere ich es einfach mal. Safsprin? Was ist das? Tatsächlich. Zutritt wert. Das war einfach. Entriegelung. Die Suche stand offen. Ja, cool. Das war einfach. Das war eine coole Werbung. Schön japanisch gehalten hier. Was ist das da vorne? Ach, da kommt... Warte mal, ist da vielleicht ein Kraut oder so in der Pflanze drin? Man weiß ja nie. Munition? Ach, Umbrella! Ah, jetzt check ich das auch, Freunde. Jetzt sind wir im Verkaufsbüro vom Umbrella. Ah, Produktkatalog und Firmenbroschüre. Hm, ist hier bestimmt irgendwo Bulli versteckt. Nee, oder auch nicht. Okay, schade. Was haben wir hier stehen? Verkaufsübersicht. Ja. Das ist ein Fernseher. Der Netzstrom ist an. Okay, gehen wir da rein. Danger. Oh Gott. Oh Gott. Wo sind wir hier? Gott. Will ich hier sein? Ich weiß es nicht. Was zur... Oh, nice. Dreimal Silber. Ah, Silber. Dreimal B-Schießpulver für Shotgun-Muni. Sehr schön, Freunde. Da werde ich auch einmal das zusammenmischen. Weil ich denke, dieses Item da hinten ist sehr wichtig. Oder? Nee, hier, kommt. Machen wir es so einfach. So, was ist das hier? Möchten Sie das nehmen? Ölzusatz. Aha, Ölzusatz. Was hat's denn jetzt mit dem Ölzusatz auf sich? Oh Gott, was ist denn jetzt? Och, nö. Oh Gott. Alles klar. Ich denke mal, wir müssen da vorne. Jetzt noch ein Biss. Hallo. Schneller, schneller. Oh Gott, nicht so nah dran. Und. Ah, oh, Scheiße. Ich habe keinen Schuss mehr. Ich kann aber auch mit Shotgun drauf, oder? Nein, kann ich nicht. Oh, shit. Das ist so Verschwendung. Scheiße, ich hätte mir... Ich hätte mir echt Pistolen-Muni. Was ist... Was ist... Okay, was zur Hölle? Was ist das denn jetzt? Ach, toll. Da kommen wir aber vorbei. Sind da jetzt noch mehr? Nein, okay, raus hier. Oh Gott.
gar keine Pistolenmuni mehr, verdammt. Da sind noch mehr, aber hier muss ich auch nie wieder hin. Och. Hab das jetzt bald mal. Wo ist der Typ hier? Der Typ ist weg, ne? Ja, der Typ. Der Laptop. Das ist Nikolais PC. Schade, dass er kaputt ist. Verdammt. Kommen wir jetzt hier noch irgendwie raus? Ich hoffe doch. Ach, scheiße. Einmal muss ich schießen. Einmal muss ich schießen. Nein. Haben wir es bald hier. Haben jetzt alle mal gebissen, ja? Oh, ihr nervt. Geht ihr mal weg. So. Ja, noch einer. So, Verkaufsbüro hinter uns. So. Puh. Alter. Wow. Was ist das denn? Was ist das denn da? Was ist das für ein Ding? Ah, nein. Ach Gott. Gefahr. Oh Gott. Es ist eine Bombe oder so, ja? Ja gut, aber... Nee, komm. Lauf einfach raus. Ich hab keinen Bock auf die Dinger. Bisschen Munition sparen. So. Weil ich fürchte, dass ich Munition früher oder später brauchen werde. Blaue Kräuter. Nee. Na gut, jetzt ist hier wieder halt ruhig, ne? So, dann haben wir das abgegrast. Das ist schon mal gut, Freunde. Das ist schon mal sehr gut. Gut gelaufen. Außer halt, dass wir eine Vollheilung jetzt wieder weniger haben. Aber das ist nicht schlimm. Wir können uns noch eine zusammenmischen. Okay. Gut, dann gehen wir wieder... Och, nicht der. Ja, da war doch was. Ja, da war doch was. Ja, dann lauf einfach, komm. Geh einfach in den Safe-Raum. Gut. Ja, ja, mach dir einfach das Ding kaputt. Ja, ja. Jetzt hört auch mit der scheiß Mucke auf. Als ob Nemesis hier reinkommt. So. Ich spare mir diese ganze Pudergeschichte auf. So. Ich meine, wenn wir den jetzt umlocken würden, das würde nichts bringen, Freunde. Wartet mal, der hat da das Wasser kaputt gemacht. Wartet mal. Wir haben nur noch... Ja, okay. Wir haben aber dafür jede Menge Munition schon, wenn wir uns das mal angucken. Also es ist schon ordentlich. Nemesis, soll man den jetzt machen oder soll man den jetzt nicht machen? Umnocken, das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Nee, lass den einfach hinter uns herrennen. Ist okay. Ah, wenn er nicht gerade im Weg steht. Scheiße. Wenn er nicht gerade im Weg steht. So. So, nach rechts. Na klar, hier sind Zombies und Nemesis. Aua. Hier sind hier die Zombies noch im Weg. Ich hab da keinen Bock mehr drauf. Echt. Hier in dem Gang sind jetzt auch noch Zombies oder was? Ja, der kommt jetzt hier hinterher, ne? Ja. Ah! Wartet mal. Oh nein, warum denn? Achtung. Ich probiere jetzt mal was. Das geht nicht. Verdammt nochmal, ich will den doch einfach nur... Wartet mal. Ich will den versuchen, hier mit dem... fast zu... Nee, ich bin da zu schlecht für. Der ist aber auch so schnell. Nee, ich versuch das jetzt. Ich hab da hinten abgespeichert. Der ist aber auch so schnell, ne? Wartet mal. Ich
so versucht hat jetzt mal. Oh, passt nicht. Verdammt nochmal. Scheiße. Kipp doch mal um. Nee, Freunde. Wartet mal. Ich gehe mal zurück an den Safe Room. Ich hole mal ein bisschen Pistolen-Buddy. Mal gucken. Auf! Aua! Ach, dieser scheiß Zombie ist im Weg hier. Ja, toll. Das ist so verschwenderisch, ne? Was ich hier eigentlich mache. Dummer Nemesis, ey. Kommt der jetzt auf einmal? Was will der jetzt? Ich will doch nur zu dem anderen Gebiet da nochmal hin. Ich hole mir jetzt ein bisschen Pistolen, wenn ich versuche, den tatsächlich dann mit dem Fass platt zu kriegen. Das kann doch nicht wahr sein. So, das machen wir jetzt noch schnell, den Versuch. So, 20. Oh, das ist natürlich schon eine Hilfe, die 20. So. So, dann die Pistole ausrüsten. Und wieder weg hier. Los. So. Ich hoffe, dass es klappt hier. Ohne Heilung. Ah, ohne Heilung. Ah, das ist jetzt doof auch. Oder ist der weg? Ist der weg vielleicht? Hä? Wie, der ist jetzt weg? Okay. Dann ist er halt weg. Ich mein, mir soll es recht sein. Da ist er doch. Irgendwo da hinten. Ich hab den gehört, den Sack. Wo ist der? Da ist er jetzt. Okay. Alles klar. Wo ist er? Da! Ah, das... Das reicht nicht. Wie, das reicht nicht? Das reicht nicht, um den umzudocken. Oh mein Gott. Dann... Das reicht auch nicht. Ey, ich habe noch mal gespeichert da hinten. Aber... Ah, nee, das reicht nicht. Nö! Oh Gott. Okay. Nein. Verdammt. Verdammte Kacke. Was ist denn das jetzt? Okay, das bringt nichts. Verdammt. Hab ich jetzt so verschwendet, aber gut. Ja, dann... Geh mir aus dem Weg. Den kriegt man aber auch nicht umgenockt, ne? Irgendwie nicht. Nochmal Action am Ende der Folge. Ja, okay. Ich glaube, hier müssen wir nur geradeaus, ne? Ja, geradeaus und dann da durch. Verdammt. Naja, jetzt haben wir den wieder am Arsch. Das ist... Jetzt geht er auch nicht mehr weg. Jetzt geht er auch überhaupt nicht mehr weg. So. Ja, ich höre dich. Jetzt kommen die Tauben nochmal raus, um mich auch nochmal zu erschrecken. Scheiße. So, jetzt sind wir ihm jetzt entkommen, oder was? Jetzt ist die Musik zumindest schon mal weg. So, was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt, Freunde? Hallo? Was zur... Was ist denn jetzt? Hallo? Kann mich mal einer hochholen hier? Oh Gott. Was zur... Was müssen wir jetzt machen? Shit. Hinunterspringen. Komm, Jill. Hinunterspringen. Da bringt nichts mehr. Da bringt nichts mehr jetzt. Oh Gott. Das hätten wir nicht mehr geschafft mit dem Raufklettern. Hä?
Was ist das denn jetzt wieder für ein Gebiet? Wir sind noch in der Innenstadt. Alles... was ist das denn? Gut, Freunde, ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. ja, dann würde ich sagen... Oh Gott, das ist doch wieder ekelhaft, ey. Ich habe aber auch keine Heilung dabei, ne? Ich habe jetzt... Wartet mal. Wartet mal, ich muss das... Ich muss das probieren, dass wir das da... Wartet mal. Weil ich habe keine Heilung dabei für jetzt für einen Gegner. wartet mal. Kriegen wir das so vielleicht hin? Hinaufklettern. Probier mal. Ob wir das hinkriegen. Weil da einem Gegner Muni zu verschwenden, habe ich jetzt keine Lust. Ah, das geht auch. Das geht auch. Okay. Das geht also auch. Da unten gegen den Gegner jetzt kämpfen wollen, hätte ich jetzt nicht. Gut, Freunde. Es ist so, wir haben Spielentscheidungen und ich habe es hier entschieden, raufzuklettern. Wenn der Gegner irgendwas gebracht hätte, sagt es mir bitte in den Kommentaren. Aber ich hatte einfach zu viel Schiss und vor allem im Inventar nicht genug Muni dafür. Gut. Ja. Ist jetzt halt so gelaufen. da unten war ein Gegner. Ich weiß nicht, was der gebracht hätte. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hier scheint wild Energie. Gut, Freunde. Dann machen wir aber dennoch beim nächsten Mal weiter. Hier ist nämlich ein Safe-Raum. Oh Mann, ey. Was ein Scheiß. Was das mit der Entscheidung da gewesen ist. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Dann zieht's gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, kommt gerne auf meinen Discord-Server, der Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Hm? Tschüss.